So, jetzt machen wir den nächsten Part. Auf! Halt. Gehen wir dann jetzt eigentlich hin? Wir gehen schon zum richtigen Part, oder? Oder warte mal, haben wir jetzt das Artefakt? Ne, das Artefakt haben wir noch nicht geholt. Wir sind Artefaktuntersuchung. Wir müssen erst noch das machen. Halt. So. Könnt ihr damit nicht. So, dann machen wir halt erst platt hier, oder? Würde ich sagen. Ja, machen wir halt platt die kleinen Gangster hier. So, ein bisschen Gold. Einfältiger Narr. Was ich gefunden habe, ist nicht irgendein Unrat, sondern das Phylakterium des allmächtigen Zerrifons. Bereitet euch auf den Kampf der Welt. Dessen Preis eure. Um ganz ehrlich zu sein, der epische Kampf zwischen Gut und Böse lautet. In Ordnung. Okay, jetzt müssen wir erst zum Seelenlenker. Aber ich will jetzt nicht zum Seelenlenker zurück. Denn ich will jetzt Ruhe in Frieden machen. Dann können wir jetzt erstmal Ruhe in Frieden machen. Und es geht da lang. Okay. Okay, es hat eine sehr kurze Armklinge. Klingt Zeit, aber ist okay. Und du brauchst eigentlich nur nach vorne drücken. Hä? Ein Nekromant hat meinen Vater als Zombie auferstehen lassen. Einmal reicht. Verloren sind, ja. Ich habe mir doch gerade gedacht, hä, warum soll ich jetzt denn auf einmal einfach zu denen zurückgehen? Wir haben ja noch eine Quest. Dann machen wir doch erst noch die Quest, würde ich sagen. Bevor wir jetzt einfach hier wieder zurückgehen. Almosenfeld, ja. So sieht es auch aus, wie so ein Almosenfeld. Okay. Oh, okay, wir müssen da rein. Soldatendenkmal reisen. Ach, wir hätten da erst unser Schwert holen sollen, ne? Ah, egal. Ja, wenn, dann fliegen wir schon mit Pferdchen hier. Ja, auf den erst. Auf den erst. Mach ihn weg. Und jetzt, bam. Jawohl. Weil der hatte mich nicht viel vertragen, der Typ. Weil der ist ja bloß auch so ein Magic Mike. Die Verbrennung der Toten ist die einzige sichere Vorhergehensweise. Okay. Dann verbrennen wir ihn mal.
Oh ja, kriegst du schon eine Fresse. Oha, der ist gleich explodiert, hey. Okay. Andere sehen Lenker so. Okay, wir müssen halt hier echt. Kriegt halt schon eine Packung weg hier. So schnell. Ich hab damit null Problem. So, erstmal hier schön reinbullern. Und jetzt machen wir einen Schwerttanz, dass er auch schön Damage bekommt. Jawohl. Und jetzt kriegt die da schön Damage. Jawohl. Und rein da. Und zack. Weg ist er. Fürchte ich, Arwen. Danke, dass ihr das Ritual aufgehalten habt. Sie ließen uns dabei zusehen, wie Stonehammer verwandelt wurde. Es war schrecklich. Ich glaube, diese Schulsauer haben sich daran ergötzt, einen Kleriker von Kellenburg zu verwandeln. Bitte sucht sie ihre Lenkerin Winhoff. Sie konnte fliehen, als Forst auf unsere Kinder angriff. Ich werde sie suchen. Ich muss gehen. Kellenburg ruft mich zur Ruhe. Bitte verbrennt meinen Körper, sodass er gelingt oder nichts mehr nützt. Ruht im Frieden, Arwen. Mein Körper, mein Leben, alles fühlt sich so weit. So, nächste. Also die Quests sind halt, ja, easy peasy. Also man merkt halt, dass es ein älteres... Also noch... Ich meine, die werden wahrscheinlich auch actionlastiger, also die sind actionlastiger als, sei jetzt mal Star Wars oder sowas. Weil Star Wars hat halt eine tiefgründige Story, ne? Das ist halt nun mal so. Upsa. Entschuldigung. Splitter der Ermächtigung. Ist aber nice, dass ich jetzt schon Splitter der Ermächtigung bekomme. Anstiegspunkt wurde freigeschalten. Oh lol, wo geht's denn da hin? Da will ich vielleicht auch nachher noch hin. Alter, ihr seid auch mies, ne? Steht ja hinten einfach dran und wartet, bis ich reinkomme. Ach, da steht schon auch noch einer. Alter. Das war natürlich mies, Magiergrab. Ja, wenn ihr so nah dran kommt. Alter, der kriegt aber mal volle Pakete. Der hebt aber auch extrem aus, ne? Sehr schnell. So, mal sehen, wie lange du aushebst. So. Nicht lange ausgehoben, Arsch.
erstmal voll die Blatschhand. Dann gibt's erstmal hier Tab. Alter, jetzt hast du es auch noch abgefangen, oder was? Du bist ja einer. So, ja, mal volle Breitseite bekommen. Langsam komme ich auch mit dem Marker zurecht. Also man merkt es, langsam wird's richtig geil. Und das freut mich. Das freut mich so extrem. Seelenlenkerin Windlauf, die lebt noch. Wir müssen uns verstecken. Versteckt euch, bevor sie uns finden. Sie sind überall. Kommen aus dem Boden gekrochen und jagen uns wie Tiere. Es gibt keinen Weg nach draußen. Keinen Weg. Ihr habt nicht gesehen, was passiert ist oder was sie getan haben. Ist alles in Ordnung mit euch? Nein. Ja. Ich weiß nicht. Ich bin verletzt, habe Angst und schäme mich, dass mein Glaube an Kellenvor gewankt hat. Habt ihr irgendeinen der anderen gefunden? Fastlav und Orwin sind tot. Ich suche Ganilorn. Wartet hier. Fette Kiste, ey. Quarz, Kupfer. Da liegt auch noch etwas. Money. Nee. Zauberkunst und Großfelder, okay. Jetzt suchen wir mal den Dude hier. Jetzt müssen wir wahrscheinlich über die Brücke drüber. Safe. Ja. Und da endet dann auch die Questreihe wahrscheinlich. Safe. So, schön reinballern da. Zack. Und auf geht's. Ich finde es halt nice, dass man da so einen Sprint hat, der relativ schnell geht. Ich hab da ein neues Lager entdeckt. Der Einstiegspunkt sollte frei sein. Okay. Was haben wir hier? Über die roten Ritterinnen, Göttern der Strategie lesen. Okay. Das ist jetzt halt wahrscheinlich so unser. Okay, da gibt es nichts zu lesen. Okay, wir sind voll hier. Ja, was jetzt halt schade ist, dass es hier nicht so krassen Loot gibt bis jetzt. Klatsch. Kriegt jetzt alle einen aufs Maul. Ist doch klar. Oh, wo kommst du jetzt her? Oh, weg mit euch. Geht doch. Ich habe eigentlich jetzt gedacht, ja, jetzt geht's hier voll ab. Boah, ist jetzt erstmal volle Breitseite stagglaniert. Oh, der ist ja easy peasy. So. Wir haben ja fast gar keinen Damage gemacht. Oh, da ist noch eine Kiste. Schatztruhe. Heiltrank, Kupfer und Quarz. Wir nehmen alles mit, was wir kriegen können. Und mittlerweile schon 11 Silber. Jetzt geht es aber langsam richtig rund. Ich glaube, bei 100 Silber gibt, glaube ich, ein Gold, soweit wie ich. Was ist denn das jetzt hier?
Was für ein Riesenmuckel. Ich sag das dir, wenn du mich verlässt. Ich verdanke euch mein Leben. Habt ihr die anderen Seelenlenker gesehen? Windlof und Severin sind noch am Leben. Die anderen haben es nicht geschafft. Es war eine Falle. Ich sollte dankbar sein, dass es alle von uns geschafft haben. Die Tajaner haben uns in den Graben und einen Hinterhalt gelockt. Anscheinend wollte Valindra unser Blut als Energie für ihre Rituale. Und auch gleich noch ein paar Priester Kelemvors als Haustiere. Wenn die Luft rein ist, sollte ich Seelenlenker Volak davon berichten. Na, auf geht's! Ich kann spüren, dass meine Kräfte zurückkehren. Lasst uns von hier verschwinden! Na dann. Aber jetzt kann ich hier Volak, also jetzt kann ich da zurücklaufen, ne? Aber wir gehen den kürzeren Weg. Dass wir zum Neverdeath-Friedhof kommen. So, jetzt haben wir auf jeden Fall Phylactrim zum ersten Ruheort bringen. Priorität machen wir jetzt mal aus, weil die anderen sind ja jetzt weg. Dann können wir jetzt wenigstens den zum Ruheort bringen. Aber ich denke mal, der ist wahrscheinlich auch zu dem Dingsy-Dongsy. Ne, hier. Nein, das geht gar nicht. Die Seelenlenker waren hier. Ich spüre ihre ach so tolle Heiligkeit noch in jedem Stein. Wie konnte es überhaupt passieren, dass der untote hassende Kelemvor Gott des Todes geworden ist? Persönlich gebe ich ja Sirik die Schuld. Jergal dagegen. Das wäre ein Gott des Todes. Oh toll. Wow. Okay, jetzt müssen wir halt komplett hier durch. Ja, das ist super lang. Dafür soll ich jetzt hier herlegen oder was? Naja gut, dann machen wir die halt noch platt hier. Was ich jetzt eigentlich schwachsinnig finde. So, jetzt kriegst du erstmal aufs Maul, ey. Aber alle. Gib mir nicht auf den Sack hier. So. Ah, die gehen schon einen auf den Sack hier, ne? Nein, 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 dieser Ort ist sogar noch schlimmer. Die Tajaner würden mein Phylacterion hier auf jeden Fall finden. Dann müsste ich entweder einen jungen, machthungrigen Nekromanten erziehen oder ein Vasall von Sestemp werden oder noch schlimmer, mit Melindra Shadowmantle diskutieren. Versteht mich nicht falsch. Ich respektiere Velendras Hingabe zum Bösen, aber diese Frau ist einfach verrückt. Also dieser Ort geht auch nicht. Versuchen wir es woanders. Alter. Jetzt geht er mir aber langsam auf den Sack hier, ne? Also ich soll ihm helfen, aber er macht eigentlich damit nur Blödsinn, ne? Und im Endeffekt... Oh, was ist da? Arcana-Fertigkeit einsetzen. Habe ich die überhaupt? Tatsache. Magischen Vogel, was ist das? Entsorgen. Okay, kann ich wahrscheinlich... Hier waren wir ja mit dem Banner, ja. Ach, hier müssen wir sie hoch. Was haben Sie mit diesem Ort angestellt? Hier wäre es perfekt gewesen. Überragende Sicht, tolle Steinarbeiten. Aber nein, schaut es euch an. Ruiniert. Ich wette, das ist das Werk eines gierigen Abenteurers auf der Suche nach ein paar lumpigen Goldmünzen oder einem verrosteten magischen Schwert. Es gibt in dieser Welt einfach keinen Respekt mehr. Was zu viel ist, ist zu viel. Seit einem Jahrzehnt suche ich nun schon nach einem perfekten Ort. Scheinbar ist auf ganz Harun kein ruhiges Fleckchen mehr zu finden. Alter, die machen mich ja echt kalt hier.
Wo kommen die jetzt auf einmal her? Sind die mir jetzt gefolgt oder was? Also, dann bringen wir die jetzt zum Seelenlenker oder was? Wir sind jetzt extra nur daheim hingerenkt, damit du nur rumjammern kannst. Alter. Junge. Naja gut, dann bringen wir dich zum Seelenlenker. Dann können wir auf jeden Fall unsere Quests abschließen. Die haben wir jetzt natürlich alle geschafft. Und dann können wir auf jeden Fall loslegen. Dann sind wir jetzt schon Stufe... Ne, wir bleiben glaube ich Stufe 3, denke ich mir mal. Muss mich eigentlich erst wieder von lassen. VIP-Spieler, ja. Das will ich jetzt aber noch nicht werden, weil ich jetzt gerade erst angefangen habe. Kellenbohr möge über euch wachen. Ruhe, Frieden, abgeschlossen. Lammender Licht abgeschlossen. Bei Kellenbohrs Klinge. Das ist das Phylakterion eines Lichs. Eines mächtigen, untoten Magiers. Ein wahres Wunder, dass er nicht versucht hat, eure Seele zu konsumieren. Wir Verdammnisführer versuchen, die Untoten zu zerstören. Aber bei einem solch mächtigen Wesen ist das vielleicht nicht möglich. Glücklicherweise haben wir an einem sicheren Ort eine undurchdringliche Kammer errichtet, in der solch abgrundtiefe Bosheit für Jahrhunderte sicher verwahrt werden kann. Seltsam. Ich könnte wetten, dass der Geist gerade lacht. Er wird wohl verrückt sein. Egal. Wir werden ihn unverzüglich wegschließen. Alles klar, super. Drei Silber. Ey, das gibt's echt cool, Alter. Und die Untoten am Stern. Dieser Frevel muss gesühnt werden. Wir müssen die roten Magier aufhalten. Jawohl. Haben wir jetzt die ganze Quest abgelegt und wir haben jetzt ein richtig gutes grünes Set. Die Pflicht eines Seelenlenkers. Helft Akolyph Nameman dabei, die Felder um den Baum der Seelen von Untoten zu säubern. Viele Jahre lang wurden beim Baum der Seelenbanditen und andere Übeltäter in einem Massengrab verscharrt. Doch leider gilt das gleiche auch für viele Unschuldige, die zu Unrecht angeklagt und hingerichtet wurden. Aus diesem Grund ist das Gebiet um den Baum von böser spiritueller Energie durchzogen. Valindras, tajanische Magier, haben einen Weg gefunden, sich diese Energie zunutze zu machen und sie für ihre Rituale zu verwenden. Akolyte Neyman glaubt, ein Säuberungsritual würde die Energie in diesem Gebiet läutern. Allerdings braucht sie während dieser Zeremonie einen Beschützer. Sprecht mit ihr. Oh, da gibt's die Landrobe. Jo, alles klar. Auf bald. Mit Akolytem Mailer sprechen. Hoffentlich kriegen wir das jetzt gleich. Ich bin bereit. Zum Baum der Seelen reichen. Die quatscht so nicht mehr. Also, Baum der Seelen. Da wären wir jetzt auf jeden Fall Stufe 4 wahrscheinlich, ne? Haben wir jetzt eigentlich unseren... Ne, haben wir nicht bekommen. So, erstmal Arme ausrüsten. Zack. Schack. Zack. Zack. Rüstung haben wir nichts bekommen. Hals haben wir auch nichts bekommen. Nein. Okay. Ja, Akolyte Nameman. Das ist der. Das ist der Ort. Ich spüre die böse Macht, die vom Baum ausgeht. Wir müssen die Tajaner davon abhalten, ihn zu benutzen. Wie gesagt, ich kann mich zwar selbst vor den Untoten beschützen, während ich das Ritual durchführe, allerdings komme ich dann eben mit dem Ritual nicht voran. Daher ist es eure Aufgabe, Angriffe auf mich zu verhindern. Ich muss die Rituale mehrere Male an verschiedenen Stellen wiederholen, um den Ort vollständig zu säubern. Folgt mir. Okay, sie rennt jetzt aber nicht los, oder? Okay. Gut, an der Stelle war es das erstmal für heute, für diese Parts. Ich denke, es hat euch gefallen und wenn es euch gefällt, diesen Part, dann zeigt mir auf jeden Fall das mit einem Daumen nach oben und vielleicht sogar noch ein Abonnement, falls ihr noch kein Abo-Mitglied seid auf meinem Kanal. Ich danke euch recht herzlich, haut da rein, macht's gut und wir sehen uns dann beim nächsten Part wieder. Bis dahin, haut da rein. Tschüssi.